Mit über 1 Milliarde Euro fördert die EU allein seit 2014 berlinweit Projekte aus dem Europäischen Regionalfonds. So zum Beispiel auch in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir befinden uns hier vor dem Fraunhofer-Institut. Hier treffen wir gleich Felix Fehlhaber, Leiter des Transferzentrums Industrie 4.0 Lab. Das Transferzentrum Industrie 4.0 bringt Akteure aus Informations- und Kommunikationstechnik mit produzierenden Unternehmen zusammen. Mit der EU-Förderung sind wir in der Lage, kleine und mittelständische Unternehmen und Hochschulen aus Charlottenburg-Wilmersdorf bei Digitalisierungsvorhaben zu unterstützen und beraten zu den Herausforderungen der Implementierung. Produktion wird zunehmend digital und Unternehmen müssen sich dementsprechend anpassen. Wir unterstützen bei der Identifikation digitaler Baustellen und beraten zu den Herausforderungen der jeweiligen Implementierung. Im Präsentationsraum werden die Forschungsergebnisse interessierten BesucherInnen vorgestellt und näher gebracht. Eben, ob man sich ergonomisch korrekt bewegt oder nicht. So, also diese Turbine ist voll funktionsfähig und sendet Temperaturdaten kontinuierlich ins Cockpit. Das Transferzentrum wird mit rund 1,4 Millionen Euro aus dem Regionalfonds gefördert. Das Transferzentrum Industrie 4.0 trägt dazu bei, Berlin als Hotspot für digital integrierte Produktion wahrzunehmen. Hier im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf haben wir bereits die Nähe zur Technischen Universität Berlin und weiteren Forschungseinrichtungen, dem Zukunftsort Berlin Campus Charlottenburg. Ein guter Standort also für Innovationsförderung. Europa macht Berlin fit für die Zukunft. Innovativer, nachhaltiger, bürgernäher.